Delphin steht ja für handgemachte Ketten. Aber in dieser Saison haben Sie was ganz Besonderes. Was ist denn das? Dieses Jahr haben wir mitgebracht unsere Jubiläumsflakons. Sie sehen jetzt hier 4 Stück. Wir werden in diesem Jahr insgesamt 5 komplett limitierte, einzigartige Flakons auf den Markt bringen zu unserem 25-jährigen Jubiläum. Der Name, die Marke Isabelle Fahr hat. Die Manufaktur ist wesentlich älter. Aber da die Geschichte von Isabelle Fahr mit den Flakons angefangen hat, haben wir uns gedacht, dieses Jahr bringen wir Unikate raus, die in einer ganz besonderen Schmiedetechnik, nämlich Mokumigane, geschmiedet sind. Mhm. Wahnsinnig hochwertig, alles exklusive Einzelstücke. Jetzt sieht man, kann man diese Flakons an den Ketten tragen. Gibt es auch noch eine andere Einsatzmöglichkeit, zum Beispiel an einem Armband oder so? Also diese Flakons hier sind gedacht, wie es auf unserem Logo zu sehen ist, die Flakons an einer Kette zu tragen. Das bedeutet, das ist letztendlich eine schöne, lange Kette mit einem einzigartigen Flakon als Anhänger. Mit welchen Materialien arbeiten Sie denn hier? Mokumigane ist ein Mix aus 2 Materialien. Wir kommen ja aus dem Goldbereich. Wir arbeiten in 18 Karat Gold. Und hier sehen wir jetzt die Goldverbindung zusammen mit Palladium in dieser einzigartigen Schmiedetechnik, die ihren Ursprung im alten Japan hat, auf was wir sehr, sehr stolz sind, weil es eine sehr anspruchsvolle Technik ist. Was ist denn Ihre Hauptzielgruppe? Welche Frau trägt Ihr Label? Eine stilbewusste Frau. Eine Frau, die weiß, was sie trägt. Also unser Schmuck ist wahnsinnig exklusiv und hochwertig, aber Understatement. Wo sehen Sie denn Isabelle Fahr in 2020? Isabelle Fahr in 2020 wird auf jeden Fall weiterhin ausschließlich in 100% Handarbeit in unserer Manufaktur arbeiten. Daran wird sich nie etwas ändern. Die Marke baut darauf auf. Und den Weg werden wir weitermachen. Jetzt sind 3 Jahre weiter gedacht. Bis dahin werden wir noch weitere interessante Schmuckstücke auf dem Markt. Ich bin gespannt. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Wiederschauen. Tschüss.